Im Rheinacher Jugendhaus Palais Noir an der Bruckstrasse 95, gerade bei der Autobahnausfahrt Rhein nach Süd, ist zu einem gemütlichen Sonntagsbrunch eingeladen worden. Bevölkerung, Eltern, Jugendliche oder auch Ehemalige haben Gelegenheit bekommen, das Palais Noir und das Team kennenzulernen. Bierstadt TV Rheinach ist ebenfalls vorbeischauen und hat zufriedene Gesichter getroffen. Wir haben vor allem sehr Glück mit dem Wetter. Wir haben schon gedacht, wir alles drinnen machen. Schwierig mit Corona, Masken drinnen anziehen. Und jetzt können wir es draußen machen, alle glücklich. Es hat dann auch gewisse Leute abgesagt, wenn man es drinnen gemacht hat. Unter den Besuchern war auch der geistige Vater des Palais Noir. Es ist total schön, dass ich immer noch da sein kann, weißt? Und dass das immer noch lebt. Und dass es auch für neue Generationen immer noch ein Ort ist. Jetzt mit grossen Bäumen. Und mit irgendwie einfach gewachsen und es ist ein guter Ort geworden. Das war eigentlich mal der Traum. Was hat er für Erinnerungen an die Entstehungszeit? Es hat heikle Situationen gegeben, aber ein grosser Teil war eigentlich eine schöne Geschichte gewesen, mit sehr vielen Freundschaften, mit sehr viel auch Kommunikation. Wir waren eine Gruppe, die nicht zugemacht hat, auch zu den anderen Generationen nicht, sondern eigentlich in Austausch gegangen sind und so auch viel erreicht haben. Und das ist eigentlich ein positives Zeichen, so von außen und aber auch für mein Leben und die, die hier mitgemacht haben. Es hat gut und tut immer noch gut. Und so beurteilt die Leiterin die aktuelle Situation vom Palais Noir. Die Akzeptanz ist gut bei denen, die uns kennen, würde ich jetzt mal sagen. Es ist aber so, dass natürlich wegen Corona letztes Jahr, es ist jetzt sehr lange zu gewesen, wir haben auch nicht können Werbung machen im grossen Stil, plus es war schon eine grosse Sanierung gewesen, also das Haus ist relativ neu. Und ja, durch das haben wir jetzt nicht wahnsinnig viele Besucher. Wir haben so eine Stammgruppe, aber die sind langsam im Alter, wo sie eigentlich nicht mehr so kommen. Und jetzt ist es geht schon darum, jetzt wieder irgendwie präsent zu sein im Dorf und überhaupt, um das Palais Noir wieder bekannter zu machen. Auf die Frage nach dem Zielpublikum sagt sie. Also im Prinzip ist es einfach ab dann, wenn man in die Säcke kommt. Also ab der ersten Säcke. Und vom Alter her gegen oben ist es halt ein bisschen so die Frage auch, ja, in welcher Lebenssituation sind sie. Und wenn sie halt dann für nachher arbeiten und arbeitstätig sind und ausziehen daheim, sind wir sicher nicht mehr die Ansprechperson. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, mit 20 ist Feuer oben und am Ende raus. So nicht. Auch der zuständigen Gemeinderätin hat es gefallen. Ich bin heute hierher gekommen, meine Solidarität zu zeigen mit dem Palais Noir, dass ich es sehr toll finde, dass sie auch so Anlass machen für die Öffentlichkeit, wo die auch können schauen können, was ist es eigentlich. Es tut vielleicht ein bisschen Hemmungen abbauen. Palais Noir, das klingt ja so ein bisschen kämpferisch, auch mit dem Farbbeutel. Aber dass es hier einfach nur schön ist, dass hier jeder kann kommen kann, dass es offen ist für alle, auch für Erwachsene, die sich eben mal informieren können, die nachher ihre Jungen sind. Das Palais Noir ist einer unserer wichtigsten Pfeiler in der Kinder- und Jugendarbeit in Rheinach. Es ist ein offenes Haus, ein niederschwelliges Angebot für Kinder und Jugendliche, so ab 12, wo sie hingehen können, miteinander sein, weg von den Eltern, aber doch in einer geschützten und betreuten Umgebung. Die Natur in Rheinach entdecken. Die Botschaft steht im Zentrum des Rundgangs Stadt Natur am Mittwoch zu oben, 1. September. Anlässlich dieser Führung erlebt die Bevölkerung die Natur an verschiedenen Schauplätzen und es soll aufgezeigt werden, wie wir alle mit einfachen Mitteln viel zur Stadtnatur beitragen können. Der Rundgang ist kostenlos, aber man sollte sich via die einblendende Mailadresse anmelden. Los geht's beim Gemeindezentrum und die Tour führt dann via Streitgässli durch den Stadtpark, also über einen alten Friedhof, in einen Garten an der Allersheimer Strasse und von dort via Hinterkirch weiter in die General-Gison-Strasse. Dort endet dann die Führung etwa auf die 8. Am Sonntagvormittag, 29. August, steigt zwischen 11 Uhr und etwa 1 Uhr im Neuen Theater Dornach eine weitere Ausgabe vom immer spannenden Podiumsanlass Gipfeltreffen, und zwar endlich wieder mit Publikum. Es gibt eine beschränkte Anzahl Plätze, man muss sich anmelden, der Eintritt ist frei. Gestern an dieser Matinee sind das mal die langjährige Gemeindepräsidentin von Aesch, Marianne Hollinger, der Zollidirektor Olivier Pagan, der Polizeitaucher Remy Rödlisberger und der Musiker Tremendous T.
Der Anlass, organisiert vom Kulturduo Barbara Preußler und Ernst Born, findet zum 9. Mal statt und wird unter anderem durch die Gemeinde Linach unterstützt. Zu einem ganz besonderen, exklusiven Konzert kommt es am Donnerstag zu oben, 2. September, ab der 7. in der Michelikirche. Es treten auf der Jugendkonzertchor Odessas Perlen aus der Ukraine und das Jugendensemble The Funny Girls aus Rheinach. Unter dem Label Musikalische Weltreise werden wunderbare und beliebte Melodien aus der Gesangsschatzkammer von verschiedenen Ländern und Völkern präsentiert, und zwar von Wiener Operetten bis zu Broadway-Hits. Höhepunkte sind «Auf der schönen Donau» vom Strauss oder «Melodien aus Cats» oder «Harry Potter». Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte, also einen freiwilligen Austritt. Weitere gleiche Konzerte gibt es in den Tagen darauf in Riechen, Waldenburg und Gelterkinden.